Und jetzt gehen wir mal rein ins Spiel. Anstoß für unsere Jungs. Oh, ja, und der ist nicht schlecht. Kopfball von Karim Onisivo. Schön gespielt über die linke Seite. Und GP Mateta gegen zwei stark gemacht, behauptet. Und jetzt schön gemacht von Brosi mit dem Außenriss. Auch schön gemacht von Johnny Burkhardt. Und er bekommt den Ball nochmal. Und jetzt könnte man auch mal abschließen. Kunde Malong, und da ist es nicht. Und ich habe es gesehen. Der Pfosten ist gerade noch im entscheidenden Moment weggesprungen. Aber schick gespielt, auch gut aufgelegt von Danny Lazza. Und den kann man dann auch mal machen. Aber hey, weißt du was, soll er sich lieber aufheben. Entweder fürs Pokalspiel, hier sehen wir es nochmal. Gut gespielt, hier der Ball raus. Robin Quaison, Johnny Burkhardt durchgelassen von Danny Lazza. Und mit dem linken Außenriss. Und dann visiert er das linke Untereck an. Da wäre Oliver Baumann sehr wahrscheinlich nicht mehr dran gekommen. Spielstand nach 45 Minuten 0:0. Und die zweiten 45 Minuten laufen. Und der wichtigste Spielstand in der Karlauer Wertung. Tim Klotz gegen Tim Klötzchen steht es aktuell 3:1. Drei Mainzer gegen vier Hoffenheimer. Gut gelöst von Johnny Burkhardt. Da wird sich Mateta ein bisschen nach außen geschoben. Aber gut gemacht. Super da. Durchsetzen. Geht in den 16er rein. Flach. Reingabe. Und das ist Quaison. Der das berühmte Ätzchen zu spät kommt. Oh, aber guck mal, wie du damals in Dreis. Ball über den Zaun. Jetzt muss einer hinten dran gehen, beim Nachbarn klingeln und sagen: Entschuldigung, Ball liegt nie im Garten. Guck mal, hier kannst du mal schön sehen, der schöne. Der schöne sind wie früher in Dreis. Kriegst du nie wieder. Ja, kriegst du nie wieder. Gibt aber eine Ecke für uns. Ich wollte gerade sagen. Reinkommt. Ja, das hat nichts mit zweiter Mannschaft zu tun. Das ist einfach eine andere Gangart, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein anderer Matchplan. Da wollen sie vielleicht noch ein bisschen was testen. Andere, ja, und es ist übrigens auch ein anderes Spiel dann. Ach so. Ja. Das auch noch. Gut, dass ich den Mario dabei habe, der mir solche Sachen erklärt. Er hat stark schnell ausgeführt. Und das ist es doch. Das 1:0. GP Mateta macht's. Klasse da. Auch schnell, handlungsschnell diesen Freistoß ausgeführt. Burkhardt, Quaison und Mateta. Doch. Guck mal, Oliver Baumann sagt noch, Jungs, aufpassen. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, auch das wird Achim Bayerlorz jetzt nicht so unbedingt gefallen, das in Tüdelchen taktische Foul von Danny Lazza. Wir gucken mal kurz auf den Freistoß, den die Hoffenheimer da haben, aber das sind noch locker 30 Meter. Flo Müller lässt prallen und war der jetzt drin oder vorbei? Ja, nee, der war drin und zwar... Oh ja, hinten gegen die Stange. Muss der Stefan Posch gewesen sein. Unser Trainer. Ja, der... Kritischer Blick. Ein bisschen gemischte Gefühle, glaube ich. Oh, guck mal, da wird Zettelchen rausgeholt. Ja, und jetzt Achtung, Freistoß ist unterwegs. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Ehre, wem Ehre gebührt. Robert Skoff. Feines hat Ding. Das Ding aber mal dermaßen in die Maschen gesetzt. Ja, ja, das haben die verkauft, genau. Gucken wir mal, Freistoß. Schönes Ding. Karim Onisivo, wenn er den drücken kann, wird es für den. Vielleicht demnächst, eventuell bald Nationalspieler, möglicherweise in Spe. Oliver Baumann richtig kritisch. Oh, gut gemacht. Soll, toller Pass. Und dann kriegt den der Karim noch rum. Ja, stark gemacht. Oh, und da ist er wieder der Wähler. Und schade. Gute Aktion von allen Beteiligten. Onisivo, Wähling und Mateta am Ende. Und jetzt gibt es hier den Schlusspfiff. Das Spiel endet dann doch mit 2:1 aus Sicht der TSG Hoffenheim. So, und jetzt läuft also Spiel Nummer 2. Wir haben schon 100% Ballbesitz. Es steht allerdings immer noch 0:0 nach 10 Sekunden. Allerdings ist das auch keine Überraschung. Paul Nebel macht die rechte Seite auf. Guter Ball. Schade, nicht gut genug. Am Ende bleibt er dann doch hängen. Gedacht für Levin Öztunali. Und Umschaltmoment, da ist er, der Klaus aus Brasilien. Das macht er nicht schlecht gegen den Haki. Und guck mal da, der Typ weiß, wo das Tor steht. Schon steht es hier 1:0. Das ist Niklas Tauer. Super Ball gespielt. Scholler mit dem Rücken zum Tor, legt nochmal ab. Paul Nebel hat eine Idee. Sucht einen, das ist Öztunali. Abschluss, na endlich mal! Und na so also! So kann man es machen! Bitteschön! So, und dann schreiben wir die 22. Spielminute. Jo. Assist Paul Nebel, Abschluss Öztunali, Spielstand 1:1. So ist es. Also. So sieht's aus. Mensch, so, kann ich kurz nochmal den Stift haben? Hat er einmal auf uns gehört, Levin, gell? Schieß doch mal drauf! Ja. Zieh doch mal ab! Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr das sagt. Und dann passiert es und schon steht es hier 1:1. Nehmen wir gerne mit. Auf jeden Fall. Ergebnis ist natürlich auch im Testspiel wichtig. Außer wenn du verlierst, dann sagst du immer, ach, Ergebnis im Testspiel ist nicht so wichtig. Aber klar, zählt, jeder will ja auch gewinnen und jeder will natürlich auch Tore schießen, Tore erzielen.
und am Ende dann auch ein Testspiel gewinnen. Dass der gute Ecken, bringen kann. Und der Hack im Nachgang. Zuerst Stefan Bell und dann der Alexander Hack. Boah, das kriegen wir nochmal hin. Guck dir diese Doppelchance an. Überragend reingezogen, die Ecke. Wir haben es schon gesagt, Aaron. Und dann erst, ich glaube, der Bello und der Hacki und am Ende Luca Philipp. Also ich hoffe, dass wir das nochmal in der Zeitlupe sehen können. Und guck mal jetzt. Guck dir die hier. Hier. Was? Wer? Erst Adam Soloi, Luca Philipp zum ersten und dann der Hacki zum zweiten. Gutes Spiel der TSG Hoffenheim gegen den Ball. Viele hinter dem Ball und jetzt nochmal die Reingabe. Oh! Wow, das wäre natürlich eine Kiste wert gewesen. Adam Soloi. Artistisch, aber nochmal Luca Philipp. Jetzt zum dritten Mal und da sagt unser Kapitän, Kacke, den hätte er doch mal reinlassen können. Wobei dieser Luca Philipp ja doch nice mit der Reaktion umgeht. Ja, krasse Reingabe, scharf. Aber die Hand hochgegriffen. Ja. Und da musste erstmal so ein Reflex einmal auspacken. Wie dieser Luca Philipp, das war richtig gut. Und in Spiel Nummer 2 steht es nach 45 Minuten 1:1. Und wir haben ja vorhin festgestellt, im ersten Spiel immer 1:0 geführt, 2:1 verloren. Eben haben wir 1:0 zurückgelegen, also gewinnen wir das Ding mit 2:1. Haben die Klasse gehalten. Oh, stark. Öztunali. Komm, Levin, mach's nochmal. Einer zu viel. Also, da bist du geneigt zu sagen, Junge, mach es selber. Wie war das früher? Der Otze machet, jetzt wäre es Ötzi machet. Aber da wollte er nochmal auflegen. Aber schön gespielt, auch hier von Aaron der Ball in den Lauf von Öztunali. Und da hätte er selber abschließen sollen. Zusammenspiel mit Papier noch, Hackentrick. Aber gut gelöst dann von den Kollegen, die gut verteidigen können. Öztunali, klasse Antritt an dreien vorbei. Guter Ball. Klasse. Aus der Abasisa, der hat Freibahn in Richtung Tor. Nur noch 0 vor sich. Abasisa gegen 0. Ist er drin? Nein, ist er nicht drin. 0 hält. Guck mal hier. Aber auch klasse der Antritt von Levin Öztunali. Auch noch vorbei. Klasse. Und dann das Auge für den mitgelaufenen Abasisa. Und der, ja, Winkel wird spitz. 0 macht's gut. Achtung, das wäre nochmal eine Möglichkeit. Belfodil legt ab, kein Foul, sagt auch der Schiedsrichter. Und dann doch nochmal eine Strafraumaktion. Bebu! Buh für Bebu, deswegen heißt er bei uns so, weil der gegen uns dann doch des Öfteren auch mal das Türchen trifft. Jo, und das war's. Ja. Achim Bayerlotzer, 2 Tests an einem Tag, 2x2:1 verloren. Wie schätzt du es ein? Was hast du eben der Mannschaft auch nochmal gesagt, als ihr nochmal einen Kreis gemacht habt? Was waren die Erkenntnisse direkt nach den ersten beiden Spielen? Na, prinzipiell war es so, dass wir das erste Spiel unglücklich 2:1 verloren haben, wie ich meine, weil die beiden Tore natürlich sind halt ein super Freistoß und ein Torwartfehler bei einem Freistoß. Das ist sehr, sehr unglücklich. Wir hatten auch Chancen, in Führung zu gehen gleich am Anfang, haben trotzdem aber, und das ist jetzt schon mal ganz, ganz wichtig und das war auch etwas, was ich der Mannschaft gerade gesagt habe, hohe Intensität auf den Platz gebracht. Denn wir wollen uns ja an diese Anforderungen der Bundesliga annähern in der Vorbereitung. Und das sind natürlich diese Tests gegen einen direkten Konkurrenten einfach super, weil wir gesehen haben, das ist die Intensität, die wir dann auch auf den Platz bringen müssen. Natürlich schön, wenn man alte Freunde begegnet, aber es ging um Vorbereitung und uns möglichst gut zu vorbereiten für die erste Pflichtspiel im Pokal und dann in die Bundesliga. Deswegen ist es ein bisschen enttäuscht, dass wir am Ende das verloren haben, weil ganz gute Möglichkeiten gehabt haben, das Spiel für uns zu entscheiden. In erster Linie ist das Wichtigste, dass wir Torchancen kreieren. Und deswegen sehe ich das auf jeden Fall ein kleiner Positivum. Aber wie gesagt, ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich, dass wir auch nicht mit einem gutes Gefühl diese Testspiel beenden. Das war's für uns, von uns, für diesen Tag, Doppelspieltag. Weniger erfolgreich vom Ergebnis her bestritten, aber dafür viele Erkenntnisse gewonnen. Gute Spiele gesehen, schönen Fußball gesehen auch, teilweise auch richtig gute Spielzüge gesehen. Bedanken wir uns bei euch fürs Interesse und hoffen, dass wir uns wiedersehen. Spätestens nächsten Samstag, da gibt es noch ein Testspiel. Und dann, klar, geht es in 2 Wochen rund in Sachen DFB-Pokal. Und dann ist endlich auch wieder Mainz 05 at its best dabei. Bis dahin, macht's gut, wir machen's natürlich auch. Bleibt gesund, macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Bis dann, ciao.